herzlich willkommen. Kommt eine Frau nach einer Gebärmutterentfernung früher in die Wechseljahre oder ergeben sich andere Probleme? Zu dieser Frage gibt es unzählige Geschichten und Behauptungen. Heute möchte ich euch erklären, wie hier die Faktenlage ist und welche Daten es gibt. Und wie ihr sehen werdet, ist es gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Wie eine Gebärmutterentfernung funktioniert, habe ich euch bereits in einem früheren Video erklärt. Um die Gebärmutter zu entfernen, müssen auch die Blutgefäße, die zwischen Eierstöcken und Gebärmutter verlaufen, durchtrennt werden. Die Eierstöcke haben eine Blutversorgung von der Seite her, aber eben auch über die Gebärmutter. Und wenn die Gebärmutter entfernt wird, so wird möglicherweise die Durchblutung der Eierstöcke reduziert. Die Hypothese besagt, dass diese reduzierte Durchblutung möglicherweise der Grund dafür ist, dass die Hormonfunktion der Eierstöcke durch eine Gebärmutterentfernung leidet. 2023 ist diese Übersichtsarbeit erschienen, die versucht hat, die Frage nach der Eierstockfunktion anhand von verschiedenen Hormonwerten zu beantworten. Sie haben Studien zusammengesucht, welche die Hormone untersucht haben nach Gebärmutterentfernung und diese Werte zusammengefasst. Folgende Hormone wurden dabei untersucht: das AMH, das Anti-Müller-Hormon. Das Anti-Müller-Hormon ist ein Wert, der mit der sogenannten Eizellreserve korreliert, also eine Aussage darüber zulässt, wie leistungsfähig die Eierstöcke noch sind. Ein tiefer AMH-Wert spricht dafür, dass wenig Eizellreserve vorhanden ist. Weiter wurde das Inhibin B untersucht. Das Inhibin B ist ähnlich wie das AMH ein Wert, der mit der Eizellreserve korreliert. Und natürlich wurden die Werte des FSH, des follikelstimulierenden Hormones, und des LH, des luteinisierenden Hormones, untersucht. Diese beiden Hormone stimulieren die Eierstöcke direkt zur Hormonproduktion. Und wenn die Eierstockleistung nachlässt und die Hormonwerte zurückgehen, dann wird der Körper reagieren, indem er FSH und LH steigert, um die Eierstöcke stärker zu stimulieren. Die Werte von FSH und LH steigen mit der Menopause stark an. Schließlich wurde das Östradiol untersucht, eines der Hormone, die von den Eierstöcken produziert werden. Der Abfall des Östradiols ist wesentlich für die Symptomatik in der Menopause verantwortlich. Wie ihr in dieser Tabelle seht, ist der Wert des AMH insgesamt etwas gesunken, ebenfalls der Wert des Inhibin B, was dafür spricht, dass die Eizellreserve durch die Gebärmutterentfernung reduziert wurde. Die Werte von FSH und LH sind etwas angestiegen, was dafür spricht, dass die Eierstöcke weniger Hormon produziert haben, und der Wert vom Östradiol ist abgesunken. Der Rückgang des Östradiolwertes war aber statistisch nicht signifikant. Das bedeutet, dass anhand dieser Zahlen nicht klar gesagt werden kann, ob das wirklich der Fall ist. Auch wenn die Daten zum Teil recht unterschiedlich waren, so zeigt diese Übersichtsarbeit eine Tendenz dazu, dass die Eierstockfunktion durch eine Gebärmutterentfernung leidet. Die Daten zeigen auch, dass der Effekt bei Frauen ab Alter 40 stärker ausgeprägt ist. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Eizellreserve in diesem Alter sowieso schon reduziert ist und eine weitere Einschränkung sich dann eher auswirkt, als wenn mehr Reserve vorhanden ist. Das normale Alter für die Menopause ist zwischen 45 und 55, und ab 40 sind wir schon recht nah an diesem Altersbereich dran. In dieser Studie von 2011 wurde anhand des FSH-Wertes untersucht, ob Frauen nach einer Gebärmutterentfernung früher in die Menopause kommen. Insgesamt wurden 871 Frauen untersucht, die bis 5 Jahre nach Operation nachverfolgt werden konnten. Dabei konnte gezeigt werden, dass das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, in die Menopause zu kommen, bei Frauen nach Gebärmutterentfernung um den Faktor 1,74 erhöht war. Insgesamt war die Wahrscheinlichkeit sogar um den Wert 1,92 erhöht, aber dabei waren auch die Frauen eingerechnet, die auf der einen Seite eine Eierstockentfernung hatten, und bei denen war das Risiko rund dreifach höher. Dazu muss man sagen, dass hier ein Wert von 40 Einheiten pro Liter des FSH angenommen wurden, um
eine Menopause zu bestätigen. Und man kann sagen, die Menopause ist schon in der Regel mit einem FSH-Wert von 40 bis 45 erreicht, aber ein Laborwert korreliert nicht unbedingt mit den Symptomen. Da man sich unter dieser Wahrscheinlichkeit nicht viel vorstellen kann, haben die Autoren dieser Studie diesen Wert in Zahlen umgerechnet. Sie sind von der 1,92-fach erhöhten Wahrscheinlichkeit der Menopause ausgegangen und haben daraus errechnet, dass von den Frauen, welche eine Gebärmutterentfernung hatten, 15% innerhalb von 4 Jahren in die Menopause gekommen sind. Sie haben das auch in Zeit umgerechnet und sind zum Schluss gekommen, dass durch die Gebärmutterentfernung die Menopause ungefähr 1,9 Jahre früher eintritt. Ein Diskussionspunkt, den die Autoren dieser Studie anführen, ist, dass vielleicht nicht nur die Operation oder theoretisch überhaupt nicht die Operation für diese Situation verantwortlich ist. Es wäre grundsätzlich auch denkbar, dass das Problem, welches dazu geführt hat, dass man die Gebärmutter entfernt, damit zusammenhängt. Ein häufiger Grund, die Gebärmutter zu entfernen, sind sogenannte Blutungsstörungen, also unregelmäßige oder sehr starke Blutungen. Und solche Blutungsstörungen treten nicht so selten in den Jahren vor der Menopause auf. Es wäre also durchaus auch denkbar, dass mehr Frauen eine Gebärmutterentfernung hatten, die schon relativ kurz vor der Menopause standen. So wie diese Publikation von 2010 gibt es auch Studien, die keinen Effekt zeigen. In dieser Studie wurden 531 Frauen untersucht, von denen immerhin 214 bis 10 Jahre nach der Gebärmutterentfernung noch untersucht und befragt werden konnten. Zu dieser Studie muss angemerkt werden, dass sie die Zeit der 90er Jahre betrifft, also bevor die Laparoskopie, die Bauchspiegelung vorhanden war, welches die Operationsvariante ist, die in vielen Ländern heute am häufigsten durchgeführt wird. Dann gibt es noch den Diskussionspunkt um die Eileiterentfernung. Darüber habe ich euch schon einiges erklärt in meinem Video über die Gebärmutterentfernung. Es bringt durchaus Vorteile, die Eileiter, welche klar ein Bestandteil der Gebärmutter sind, bei einer Gebärmutterentfernung sauber zu entfernen. Vor allem kann das Risiko für Eierstockkrebs damit um etwa die Hälfte reduziert werden. Und was klar ist, die Entfernung der Eileiter stört die Eierstockfunktion nicht zusätzlich. Das konnte in verschiedenen Publikationen, wie zum Beispiel in dieser von 2018, gezeigt werden. Fazit: Die Frage, inwiefern eine Gebärmutterentfernung die Hormonproduktion und die Eierstockfunktion beeinträchtigt, ist nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Insgesamt muss man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass die Eierstockfunktion unter dieser Operation leidet. Es gibt aber auch zwei wichtige Punkte zu beachten. Das erste ist, eine Operation sollte man nie ohne einen guten Grund durchführen. Das gilt natürlich erst recht für eine Gebärmutterentfernung. Und wenn man einen guten Grund hat, eine Gebärmutterentfernung zu machen, so ist diese Situation mit der Menopause wahrscheinlich nicht unbedingt der Faktor, welcher die Entscheidung dann zu Fall bringt. Und der zweite Punkt ist, und das habe ich euch auch schon in früheren Videos erklärt, Symptome, welche zustande kommen durch veränderte Hormonwerte, können schon sehr viel früher als die Menopause auftreten. Und es ist durchaus sinnvoll, in gewissen Situationen schon früher eine Hormongabe vorzunehmen. Wenn es um die Gebärmutterentfernung geht, ist es wichtig, über diese Frage Bescheid zu wissen. Denn Wissen ist Macht. Teilt dieses Video mit Freundinnen und Bekannten, die sich dafür auch interessieren könnten. Gebt mir ein Like. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, und seid natürlich beim nächsten Video wieder dabei.